Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Woche mit einem neuen Tipp der Woche. Unsere Empfehlung für Sie heute ist K plus S. Beim Kali-Konzern brummen seit einigen Monaten die Geschäfte. Die Nachfrage ist sehr groß. Gleichzeitig wird das Angebot auf dem Markt knapper. Angesichts der Sanktionen gegen russische Konzerne und auch gegen Belarus Kali. Das spielt K plus S in die Karten. Aktuell notiert die Aktie bei 30 Euro. Noch im April waren wir rund 20% höher bei 36 Euro. Zuletzt hat die Aktie etwas zurückgesetzt, doch jetzt sollte diese Konsolidierung ein Ende finden und wir den Blick wieder nach oben richten können. Denn auch im laufenden Jahr rechnet K plus S mit brummenden Geschäften. Auf der Hauptversammlung in der vergangenen Woche hat Konzernchef Lohr angekündigt, dass auch dieses Jahr eben das Geschäft weiter sehr gut läuft. Und das bedeutet natürlich, dass die Gewinne sprudeln. Aktuell K plus S mit einem günstigen KGV von etwa 5 ist sehr billig zu haben. Und wenn wir jetzt noch einmal auf den Langfristchart schauen, sehen wir, dass die Aktie vor einigen Jahren noch höher notierte. Hier im Bereich knapp unter 40 Euro. Auch hier gab es damals sogar Übernahmeangebote, die abgelehnt wurden. Und bis in diesen Bereich sehen wir es als durchaus realistisch an, dass die Aktie im aktuellen Marktumfeld und mit dem Rückenwind der hohen Rohstoffpreise wieder steigen könnte. Erstes Ziel aber wäre das Jahreshoch im Bereich 36 Euro. Das sind vom aktuellen Niveau knappe 20%. Und das kann man wie gewohnt auch wieder mit einem Hebelprodukt spielen. Ein Turbo Bull hier mit einem Hebel 2,9 hat aktuell einen Kurs von 10,72 Euro und rund 50% Potenzial trauen wir diesem Schein zeitnah zu. Absichern würde ich die Position mit einem Stopp bei 9,20 Euro. Blicken wir nun noch kurz auf die Empfehlung der vergangenen Woche. Das war RWE. Aktueller Kurs 39,77 Euro. Aktuell befinden wir uns hier noch in einer Seitwärtsbewegung. Mittelfristig allerdings angesichts einer günstigen Bewertung und politischen Rückenwinds, vor allem für den Bereich der erneuerbaren Energien, trauen wir der Aktie deutlich mehr zu. Im zeitweise schwachen Marktumfeld vergangener Woche setzte die Aktie allerdings etwas zurück und entsprechend ist unser Produkt der vergangenen Woche leider unglücklich unter den Stoppkurs gefallen. Wir notierten kurzzeitig unter 1,20 Euro. Entsprechend wurde das Produkt verkauft, auch wenn wir jetzt bei 1,28 Euro wieder höher stehen. Und wie gesagt, langfristig die Aussichten für RWE weiter gut. Aber das Produkt ist jetzt aus dem Markt. Wir sind ausgestoppt worden. Allerdings wünsche ich Ihnen natürlich jetzt dafür mit K plus S mehr Erfolg. Wünsche Ihnen gute Kurse, eine erfolgreiche Handelswoche und hoffe, dass wir uns in der kommenden Woche wiedersehen zu einem neuen Tipp der Woche. Bis dahin.